Wenn wir an Philosophie denken, denken wir oft einfach ans Altertum, an die Antike, an Griechen, die herumliefen und sich Gedanken über den perfekten Staat machten, die in Vulkane sprangen und die unangemeldet auf Partys auftauchten und sich dort schlecht benahmen. Aus dem 18. Jahrhundert stammt der schottische Philosoph David Hume. David Hume kam hier aus Edinburgh und lebte von 1711 bis 1776. Wir befinden uns hier direkt vor seinem Grab. Hume ist der wohl einflussreichste Vertreter jener philosophischen Strömung, die man allgemein als Empirismus bezeichnet. Mit diesem Empirismus und seiner Entwicklung wollen wir uns jetzt etwas genauer beschäftigen. Diese Entwicklung führt vom britischen Empirismus mit David Hume zur Wissenschaftlergruppe des sogenannten Wiener Kreises am Beginn des 20. Jahrhunderts. In seinem Umfeld war auch der berühmte Philosoph Ludwig Wittgenstein aktiv. Zu einer seiner Wirkungsstätten schalten wir jetzt kurz hinüber. Wir befinden uns hier vor der Volksschule in Ottertal, an der Ludwig Wittgenstein zwischen 1924 und 1926 lehrte. Er vollendete hier sein Wörterbuch für Volksschulen. Am heutigen Tag verkörpert der Geist des Empirismus in Gestalt der analytischen Philosophie eine der wichtigsten Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie überhaupt. Vielleicht kurz charakterisiert kann man so sagen, dass die Erfahrung eben als das Fundament gilt, und zwar die empirische Erfahrung. Und dass alle Spekulationen, die darüber hinausgehen, insbesondere alle Jenseitsspekulationen, Vorstellungen von irgendwelchen transzendenten Wesen oder einem transzendenten Dasein abgelehnt wird. Das ist vielleicht so die Kurzcharakterisierung des Empirismus. Nun findet ja Humes Skepsis bezüglich dieser Annahmen einen bemerkenswerten Niederschlag in seiner Argumentation bezüglich der Glaubwürdigkeit von Wunderberichten. Können Sie uns dieses Argument kurz skizzieren? Also diese Wunderanalyse hat Hume, also vielleicht zunächst historisch ganz kurz, also hat Hume bereits bei der Abfassung seines Jugendwerkes entwickelt gehabt, aber erst später veröffentlicht, und zwar in seiner Inquiry concerning Human Understanding. Und die Grundidee ist etwa folgende: also jedes Wunder widerspricht einem Naturgesetz. Das geben auch Theologen zu, ja. Ein Wunder ist ein übernatürlicher Eingriff in den Naturprozess. Und aus eben diesem Grund ist es schon extrem unwahrscheinlich, denn es widerspricht ja einem Naturgesetz. Nun stellt Hume ein Kriterium auf, wann es vernünftig sein könnte, dennoch am Wunderbericht festzuhalten, nämlich dann, wenn die Vertrauenswürdigkeit der Zeugen größer wäre, als die Wahrscheinlichkeit der Glaubenswürdigkeit der Zeugen größer wäre, als der Wunderbericht selbst. Nur dann wäre es vernünftig, an solches Wunder zu glauben. Nun meint aber Hume, dass die Glaubwürdigkeit von Zeugen selbst nur eine geringe Wahrscheinlichkeit erreicht und deshalb die Wahrscheinlichkeit oder die Unwahrscheinlichkeit des Wunders größer ist als die Wahrscheinlichkeit der Glaubwürdigkeit der Zeugen, und deshalb ist es niemals vernünftig, an ein Wunder zu glauben. Hat es Bestrebungen gegeben, dieses Argument von Hume zu widerlegen, oder ist Schlüssiges dagegen gesagt worden? Also ich würde meinen, schlüssig ist nichts dagegen gesagt worden, aber es wurde bereits ein Jahr nach der Veröffentlichung von einem irischen Pfarrer, Skelton, wurde versucht, das zu widerlegen, und praktisch bis heute ist das permanent in Diskussion. Das ist vielleicht überhaupt jener Teil der Humeschen Philosophie, der am meisten diskutiert wurde und wird. Nach meiner Meinung ist einer der Ansprüche oder einer der Anlässe des analytischen Philosophierens ein Umbruch im naturwissenschaftlichen Denken. Für mich ist etwa Einstein und die Entwicklung der Relativitätstheorie zu Beginn dieses Jahrhunderts ein so fundamentaler Einschnitt innerhalb des naturwissenschaftlichen Denkens, dass die analytische Philosophie sich plötzlich fragen musste, was geschieht da eigentlich? Wieso wird eine doch so lange für wahr geglaubte Theorie wie die Newtonsche plötzlich durch eine andere Wissenschaft ersetzt? Was findet da eigentlich statt? Wie laufen die Argumentationen? Ist die neue Theorie erklärungsstärker als die alte? Und dieser auch geistesgeschichtliche Schock, dass plötzlich eine völlig neue Theorie mit einem völlig neuen Weltbild auftritt, forderte zur philosophischen Reflexion heraus. Und das war für mich einer der Gründe, warum plötzlich die Aufmerksamkeit so stark auf Logik, Argumentation und Wissenschaftlichkeit gelegt worden ist. Lassen sich Beziehungen finden zwischen gesellschaftlichen Strömungen und dem Aufkommen der analytischen Philosophie? Wenn man bleiben wir mal hier in Zentraleuropa oder in Mitteleuropa, etwa in dieser Tradition Wien, Prag, Berlin in den 20er Jahren, so ist für mich das, was ich dort als analytische Philosophie, das ja noch nicht unter diesem Namen damals aufgetreten ist, sondern sich eher Neopositivismus oder wissenschaftliche Weltauffassung nannte, ein Versuch, an Prinzipien der Rationalität festzuhalten in einer kulturellen Entwicklung, in der der politische Irrationalismus auch zunehmend an Boden gewann.
Warum steht eine Philosophie wie die des logischen Empirismus totalitaristischen Weltanschauungen prinzipiell skeptisch gegenüber? Warum hatten die Nazis zum Beispiel ein Interesse daran, diese Philosophie aus ihrem Wirkungskreis zu verbannen? Weil der logische Empirismus, wie ja schon das Wort, das vielleicht nicht ganz glücklich ist, sagt, auf der einen Seite sehr stark auf Logik setzt. Es geht nicht um Suggestion, es geht nicht um Ansprechen direkter Gefühle und ihr politisches Ausnutzen, sondern es geht um den Nachvollzug der logischen Stringenz und ihrer Überprüfbarkeit von Argumenten. Das ist natürlich gegenüber jeder politischen Propaganda schon eine Haltung, die grundsätzlich eine Warntafel aufstellt und Suggestionen nicht auf den Leim gehen will. Und das Empirische daran heißt, lass dir nicht von anderen das Fell über die Ohren ziehen, die gleich von großen Prinzipien reden, vom Volk, von der Nation, sondern schau, was sind die Fakten. Lass dich also auch da lieber auf die Fakten ein und nicht gleich auf das große Gerede von Volk, Gott, Prinzipien etc., das immer dazu dient, Menschen zu verführen, weil es so suggestiv ist. Dagegen setzt der Empirismus die Wendung, schau dir die Tatsachen an und geh nicht denen auf den Leim, die gleich über alles Mögliche reden. Welches Schicksal durchlebten die Träger dieser Philosophie im Dritten Reich? Gibt es da ein prägnantes Beispiel? Naja, das Schicksal insgesamt war katastrophal. Wir haben seit Beginn der 30er Jahre das Phänomen, der im Wesentlichen durch Antisemitismus und weltanschauliche Opposition begründeten Emigration, der Exilierung. Wir haben die Zäsuren des Februar 34 in Österreich, wo die nächste Welle der Emigration erfolgte und schließlich spätestens mit dem sogenannten Anschluss im März 38. Und von den zahlreichen Männern und Frauen der Bewegung des logischen Empirismus konnten von insgesamt rund vom Kern 20, wenn man die Peripherie dazu rechnet 50, nur einige wenige hier in Österreich bleiben. Dieser Transfer des logischen Empirismus, der Wissenschaftslogik, hat unter anderem durch eine Symbiose mit dem amerikanischen Pragmatismus beispielsweise oder in England mit der englischen Empirismus, mit der Sprachphilosophie, doch eines bewirkt. Es war eigentlich die Geburtsphase der modernen Wissenschaftstheorie,